Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Regionalliga-Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz. Entstand 0:0 vor knapp 400 Zuschauenden, präsentiert von Meine Sanitäter. Ich begrüße sehr herzlich die Pressevertreterinnen und Pressevertreter hier im Raum, sowie Gästetrainer Georg Martin Leopold und Heimtrainer Simi Keskin. Herr Leopold, als Gast haben Sie das erste Wort mit Ihrem Statement bzw. der Einschätzung zum Spiel. Ja, also ich bin heute als Meuselwitz-Trainer sehr, sehr zufrieden. Ich finde, wir haben heute eine echt tolle Auswärtsperformance geliefert bei einer sehr, sehr starken Mannschaft. Wir haben vieles von dem richtig gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Haben zweite Bälle von Viktoria kontrolliert, haben ihre Schnelligkeit außen nicht so zum Tragen kommen lassen und hatten selber sehr, sehr gute Möglichkeiten. 4 oder 5, ich glaube, so viele kriegt man gegen Viktoria nicht. Von daher waren wir aus meiner Sicht ein bisschen näher dran am Sieg als Viktoria, obwohl sie da auch kurz vor Schluss noch die Chance haben, unser Torwart zu behält. Aber so vom Ganzen war es ein rassiges 0-0. Ich muss sagen, gute Schiedsrichterleistung, nettes Ambiente hier. Von daher bin ich heute, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden und freue mich auf die nächsten Aufgaben mit meiner Mannschaft. Ja, vielen Dank, Herr Leopold. Dann kommen wir jetzt zu deiner Einschätzung, Semi. Jo, hallo in die Runde. Ich glaube, ich sehe es relativ ähnlich. Aus unserer Sicht, ich glaube, man muss sich dann zum Schluss mit dem einen Punkt erstmal zufrieden geben. Hat aber auch, glaube ich, den Hintergrund, dass wir heute in der Entscheidungsfindung uns etwas schwer getan haben. Ich glaube, vor allem im Übergangsspiel bzw. auch im letzten Drittel, dass die ein oder andere Situation nicht für uns so läuft, wie wir uns das vorgenommen haben. Gegen einen Gegner, der definitiv sehr, sehr viel Wille, sehr, sehr viel Kampfgeist mit an den Tag gelegt hat, haben uns ein bisschen schwer getan. Vor allem die erste Hälfte war das etwas schleppend für meinen Geschmack. Zweite Halbzeit haben wir es dann einigermaßen berappelt. Ich muss aber auch den Jungs erstmal da nochmal ein Kompliment machen. Ich glaube, wir kommen aus einer Woche, wo wir 45 Minuten, auch wenn es ein Heimspiel ist, gegen Erfurt zu 10 fighten, kämpfen, eine gute Mentalität an den Tag legen. Jetzt nochmal gegen einen Gegner, der natürlich absolut reißerig da ist, unbedingt nochmal was mitnehmen wollte. Dann nochmal sich aufzurappeln, das Spiel zu machen. Natürlich wird nicht alles gelingen, aber ich glaube, wir versuchen es erstmal positiv zu sehen, dass wir als junge Mannschaft irgendwann auch mal ein Tief haben oder eine Tiefphase haben werden. Das ist uns klar. Jetzt geht es aber auch daran, dass wir schnellstmöglich da wieder rauskommen und definitiv eine bessere Leistung an den Tag legen. Aber ich glaube, so im Ganzen müssen wir uns erstmal mit dem Punkt zufrieden geben und beenden auch die englische Woche mit dem zweiten Heimspiel 0:0, was erstmal aus unserer Sicht ein Wermutstropfen ist. Aber wir wollen natürlich auch weiter wieder angreifen und unsere 3 Punkte holen. Danke, Semi. Dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Heute keine Fragen. Dann würde ich sagen, an alle hier im Raum anwesenden Personen, kommen Sie gut nach Hause, haben Sie noch einen schönen Restsonntag. Und an die Zuschauenden online, ja, checkt natürlich gerne unsere weiteren Social-Media-Kanäle ab und kommt vorbei zu unserem nächsten Heimspiel am 6.3. gegen die BSG Chemie Leipzig. Denn das alles funktioniert wie immer nur mit euch.